wenn man sich so ein bisschen in dieser Szene bewegt und auch in den Kulturinstitutionen und hört, was da so herkommt. Natürlich, es herrscht eine bestimmte Meinung, sage ich mal, die im Mainstream allgemein zu finden ist. Und das sind natürlich auch die Projekte, die dann finanziell unterstützt werden oder wo der Staat an sich irgendein Interesse hat, das auch zu fördern. Und man sieht kaum etwas anderes. Also es gibt auch keine wirkliche Gegenkultur, die zumindest funktioniert und irgendwo stattfindet. Und da hat man dann manchmal das Gefühl, ja gut, macht vielleicht ein bisschen Spaß, irgendwie der Rebell zu sein, aber manchmal habe ich schon heute das Gefühl, dass wir da sehr alleine dastehen. Aber halt einfach eine Kulturszene, die nicht stark linksdrehend ist. Das gibt es gar nicht. Das ist aber natürlich nur einer von vielen Punkten. Der andere ist auch, dass deutsche Filmemacher irgendwie keine Eier haben, so richtig. Ah ja, das wird überhaupt nicht falsch verstanden. In Folge 2 von Die Deutungshoheit spreche ich mit den Filmemachern Dagmar Pysalo und Lorenz Bien über Kino, Political Incorrectness und über ihr Filmfestival Nullpunkt, das im April in Köln stattfinden wird. Was ist mit dem Film los in Deutschland? Wie ist da so eure Einschätzung? Naja, meine Einschätzung war schon länger und ich arbeite seit 10 Jahren etwa als Filmemacher. Und meine Einschätzung ist, dass die Kulturszene sehr stagniert und sehr langweilig geworden ist. Also ich habe seit 10 Jahren einfach keine spannenden Filme mehr gesehen, was zum einen natürlich daran liegt, dass die Filmlandschaft zunehmend sich politisiert. Also junge Filmemacher sind meiner Ansicht nach immer mehr politische Aktivisten statt tatsächliche Künstler und beschäftigen sich damit, wie man Geschichten erzählen muss im Kontext irgendwo eines bestimmten ideologischen Verständnisses oder ähnliches. Das ist aber natürlich nur einer von vielen Punkten. Der andere ist auch, dass deutsche Filmemacher irgendwie keine Eier haben, so richtig. Okay, Filmemacherinnen, aber ja, die meistens tatsächlich schon, was ein bisschen seltsam ist, aber es wird einfach nichts Mutiges gestaltet. Okay. Woran macht sich das denn bemerkbar, auch diese politische Ausrichtung, die du da erwähnt hast? Hast du da Beispiele jetzt von Filmen aus den letzten 10 Jahren? Ich hätte ein unglaublich großartiges, das war der ganz große Traum, den habe ich mir mal tatsächlich auch mit einem Kumpel aus einen gewissen Masochismus heraus, haben wir uns den angeschaut. Es geht darum, wie der Fußball nach Deutschland gekommen ist. Und Daniel Brühl spielt einen englischen Lehrer, oder nein, einen Lehrer, der eine Zeit lang in England gelebt hat und dann zurückkommt und dann das verknöcherte preußische Schulsystem aufrüttelt, indem er den Fußball einführt. Und der Film endet in so einer wunderbaren Szene, wo alle Leute aus den Kirchen laufen und da waren noch andere symbolträchtige Orte. Ich kann mich nur noch an die Kirche erinnern, dass die Leute aus der Kirche flüchten, um dann dieses Fußballspiel der Jungen zuzusehen. Und das wird dann quasi so ein bisschen zelebriert als der Sieg der anglo-liberalen Kultur über das grauenvolle, verknöcherte preußische System und das wird dann so richtig schön inszeniert und hat auch diesen tollen Prädikat besonders wertvoll Sticker bekommen, den bestimmte Filme bekommen. Es ist so ein Beispiel, was mir jetzt so ganz spontan auf jeden Fall eingefallen ist. Würdet ihr sagen, diese Prädikate besonders wertvoll bekommen die Filme wegen ihrer politischen Ausrichtung und nicht wegen der Qualität? Das kann ich jetzt nicht in allen Fällen bestimmen, aber ich habe auf jeden Fall Filme gesehen, wo, denke ich mal, das zu dieser Entscheidung mit beigetragen hat. Ja, ich denke auch, das ist natürlich, geht schon wieder in die Verschwörungstheorien, die ja Hochkonjunktur haben, habe ich gehört. Aber ja, man kann es natürlich nicht beweisen, aber es ist stark anzunehmen. Also wenn man sich so ein bisschen in dieser Szene bewegt und auch in den Kulturinstitutionen und hört, was da so herkommt. Natürlich, es herrscht eine bestimmte Meinung, sage ich mal, die im Mainstream allgemein zu finden ist. Und das sind natürlich auch die Projekte, die dann finanziell unterstützt werden oder wo der Staat an sich irgendein Interesse hat, das auch zu fördern. Ja, und man merkt einfach zusätzlich zu der ganzen Bürokratie, die das Ganze sowieso schwierig macht, diesen Prozess,
dass schon eine gewisse politische Meinung da drin ist, die auch immer wieder dann umgesetzt wird. Nicht irgendwo von oben herab bestimmt, verschwörungstheoriemäßig, aber alle sind daran beteiligt, glauben entweder selbst irgendwo an diese Philosophie oder Ideologie. Und ja, es entwickelt so eine Eigendynamik und die Leute handeln dann doch danach und man sieht kaum etwas anderes. Also es gibt auch keine wirkliche Gegenkultur, die zumindest funktioniert und irgendwo stattfindet. Mhm. Ja. Also man könnte das so grob mit politisch korrekte Filme überschreiben. Grob, ja. Ja. Und ist das etwas, was dadurch, dass eben andere nicht gefördert werden, andere Filme, andere Ausrichtungen sich so ergibt und Leute bieten das zwar an, es wird aber dann eben, es bekommt keine Preise oder keine Stipendien oder keine Förderung, oder ist schon gar nicht das Angebot von unten da, weil die Filmemacherinnen und Filmemacher sowieso, sagen wir mal, politisch korrekt per se denken? Ja, ein bisschen so ist es. Es fehlt so eine gewisse Szene dafür, das stimmt schon, ja. Ich meine, es gibt natürlich vermutlich immer mal wieder Ausnahmen, aber ich meine, wenn man sich in ein Umfeld bewegt, was in einer bestimmten Art geprägt wird, dann wird man natürlich davon auch selber geprägt. Und ich meine, man kennt ja auch das berühmte Klischee von Freunden, die unpolitisch sind und dann anfangen, Sozialwissenschaften zu studieren und dann natürlich, wenn sie da 2-3 Jahre drin sind, auf eine gewisse Art politisiert wieder rauskommen. Und ich denke mal, das wird in der Kunstszene ähnlich verlaufen. Okay. Habt ihr denn Beispiele für ganz andere Filme, die aber vielleicht dann keinen Erfolg hatten oder eben nicht gefördert wurden? Oder fehlt das völlig? Habt ihr da gar nichts im Kopf, so, sondern dass das einfach eine Leerstelle ist? Ich würde mal gerne einen Film sehen, der ein bisschen anders ist in der Ausrichtung. Nur Dokumentationen wüsste ich da jetzt. Lutz Dambeck zum Beispiel ist durchaus politisch inkorrekt, obwohl er sehr gefeiert wurde vom Feuilleton, was mich überrascht bei dem doch teilweise, ja, sagen wir mal, sehr inkorrekten Tonfall seiner Dokus. Werner Herzog macht immer noch Dokus, aber nicht mehr in Deutschland, was vielleicht auch seine Gründe hat, ich weiß es nicht. Aber ja, allgemein sehe ich aber auch so eine Aufspaltung, dass die Kunst ja meistens von, ich meine, ich mag es schon gar nicht mehr, diese Begriffe links und rechts zu verwenden, aber naja, durchaus einen gewissen Sinn haben sie vielleicht. Aber die Kunst ist halt sehr links geprägt und die Rechten sozusagen, die Konservativen sind momentan, soweit ich das beurteilen kann, eher damit beschäftigt, irgendwo mit Faktensuche und Nachrichten und Politik, all diesen sehr logischen Dingen. Und da scheint auch kein Platz wirklich für Kreativität zu sein oder für Kunst, wenn man irgendwie diesen Kulturkrieg dann sozusagen so kämpft und die Kultur ist dabei stark vernachlässigt. Also ich höre das dann auch immer wieder, das ist auch eine Kritik, die ich eben an die konservative Kultur habe, dass viel davon geredet wird, über die deutsche Kultur oder was die europäische geht verloren, aber es scheint irgendwo sehr wenig zu geben, die daran interessiert sind, eine neue Kultur aufzubauen und darin auch wirklich Kunst stattfinden zu lassen, weil das muss es ja geben. So, wir können nicht irgendeine Änderung der Kultur herbeiführen, ohne dass auch neue Kunst gemacht wird. Ja, das stimmt, das ist oft so ein komischer Denkfehler in konservativen Kreisen, dass man eben sich stark mit der deutschen oder europäischen Kultur identifizieren will, aber das behandelt wie so ein, gewissermaßen auch wie so ein Museum quasi. Das ist so was Großes aus der Vergangenheit und da können wir so rückblickend draufschauen und können irgendwie auf Instagram irgendwelche antiken Statuen posten, aber es findet keine alltägliche Auseinandersetzung statt oder Integration in das eigentliche Leben, ganz zu schweigen davon, dass man irgendwie jetzt eine neue konservative Kultur irgendwie aufbauen will. Ich meine, da wird dann teilweise auch schon von geträumt, aber es findet sich sehr wenig Initiative. Also das ist wirklich so ein merkwürdiger Habitus, der sich da etabliert hat, der für mich nicht ganz passt. Ja. Und selbst wenn man mal jetzt noch nicht vom Kulturkrieg sprechen würde und eben von der konservativen Kultur, sondern einfach nur das Ganze ein bisschen vielfältiger zu machen und diesen, politisch korrekten Einheitsbrei ein bisschen aufzubrechen oder eben vielfältiger zu machen, auch was andere Meinungen angeht, müsste es ja da die Angebote geben. Wie ist denn eure Einschätzung
was die Nachfrage betrifft, möchten die sehnen die Zuschauer sich eigentlich danach und finden es nur nicht, wird es ihnen nicht angeboten? Oder sind sie schon so brainwashed sozusagen, dass sie sich gar nicht vorstellen können, dass es überhaupt eine politische Linie gibt in den Mainstream-Filmen? Also ich sage, die sehen sich danach, auch wenn sie es selber nicht wissen. Ich weiß besser, was sie wollen, als was sie... Ganz genau. Ich würde sagen, die Sehnsucht ist tatsächlich da. Also erstmal natürlich an Leuten, die sowieso dann in so eine Richtung politisiert sind, so, aber selbst bei, sage ich jetzt mal, linkslastigen Leuten oder sehr mittigen oder auch unpolitischen Leuten, stelle ich oft fest, dass es zum Beispiel im Bereich Musik oder so eine gewisse Faszination mit, sage ich mal, inkorrekten bis rechten Inhalten etc. Also da besteht schon ein Interesse, ob das jetzt dann ein Interesse ist, was eher mit einem Gefühl der Abscheu begleitet wird oder ob da tatsächlich auch irgendwelche Sympathien vorhanden sind, das ist dann alles wird durcheinander gemixt. Aber das Thema ist quasi spannend, das auf jeden Fall. Ja, ich glaube, man merkt irgendwo halt auch tief innerlich, dass man eben mit dieser gefälligen Kunst, sage ich mal, nicht wirklich der Rebell sein kann, der doch ein Künstler letztendlich irgendwo im Herzen sein will. Also ich glaube, das ist schon irgendwo der vielleicht auch naive Traum eines Künstlers, irgendwo ein bisschen der Rebell zu sein. Und naja, das kann man halt nicht, wenn man im Prinzip im kompletten Mainstream-Denken aufgeht und daher vielleicht auch noch die Faszination mit irgendwelchen rechten Sachen oder sowas so irgendwo, weil es halt weil es rebellisch ist. Ob dann was dahinter ist, ist dann natürlich eine andere Frage. Aber ja, ich denke schon. Ich denke tatsächlich, dass die Menschen irgendwo innerlich eine Sehnsucht haben, auch wenn sie es nicht direkt artikulieren können. Ja, und ich glaube, da sind auch Künstler dafür da, um irgendwo dieses Bedürfnis zu füllen, was nicht artikuliert werden kann. Also vielleicht ist das eine der wenigen Situationen, wo nicht zuerst eine Nachfrage da sein muss, bevor irgendwas produziert wird. Ah, okay, da gehe ich zu weit in eine andere Philosophie. Ja. Was es schon eher gibt, ist dann halt genau von in der Musikszene zum Beispiel dann ein von rechts auch so konzipiertes Gegenangebot. Aber was es eigentlich wenig gibt, ist einfach nur eine Kulturszene, die, ich will nicht sagen unpolitisch, weil das ist auch wieder ein blödes Wort und voraussetzt, dass quasi politische Inhalte gar nicht auftauchen sollen. Aber halt einfach eine Kulturszene, die nicht stark linksdrehend ist. Das gibt es gar nicht. Also es gibt quasi den linken Mainstream, wenn man es jetzt so nennen will, den linken Mainstream in der Kulturszene. Und dann gibt es in einigen Bereichen quasi so rechte Gegenangebote, die aber natürlich auch schon so konzipiert sind, dass sie quasi Gegenangebote dazu sein sollen. Aber es gibt keine wirklich offene Plattform, wo alle möglichen Schattierungen auch dazwischen überhaupt erstmal Stimmen finden könnten oder auch völlig idiosynkratische Weltanschauungen irgendwie vertreten. Dass sie so gleichberechtigt nebeneinander stünden. Genau, ja. Ich meine, wir hatten jetzt eben Lutz Dambeck und Werner Herzog erwähnt. Das sind ja keine Rechten. Das sind jetzt... Man könnte ihnen in bestimmten Sachen vielleicht irgendwie gewisse konservative Neigungen unterstellen, in anderen Bereichen vielleicht eher linke. Aber sie haben definitiv Weltanschauungen, gut, das unterstelle ich Lutz Dambeck jetzt auf seiner Dokumentation, ich weiß nicht, was seine tatsächliche Weltanschauung ist, aber sie machen Filme, die natürlich trotzdem in Richtungen deuten, die sich sehr deutlich von dem, was sonst als Weltanschauung in der Kulturszene vertreten wird, sehr deutlich entfernen. Und schon das ist dann quasi ja gewissermaßen spektakulär. Das zeigt, wie weit fortgeschritten diese Bewegung innerhalb der Kultur- und Filmszene ja eigentlich ist, sag ich jetzt mal. Aber macht das dann nicht auch viel mehr den Spaß aus, dass es nicht gleichberechtigt ist und dass man da noch kämpfen kann und dass es spektakulär ist, wenn man was anderes macht? Also wenn man schon als Künstler rebellisch sein will, dann hat man doch vielleicht auch seine Freude daran, dass man genau das, dieses Anti-Mainstream-mäßige macht. Durchaus. Man hat die Freude definitiv daran. Und vor allem haben wir dadurch die Gelegenheit, auch wirklich neues Territorium zu betreten. Mhm. Also man kann es auch völlig so sehen. Es ist quasi eine Chance, die uns hier geboten wird, da quasi
eine Raumeroberung zu überziehen, wenn ich es jetzt mal so sagen will. Ja, genau. Im Kulturkrieg. Ah ja, das wird überhaupt nicht falsch verstanden. ja, ich will es vielleicht. Ja, genau, nicht verlegen. Der Lebensraum der Kunst. Gut, ich will es vielleicht umformulieren. Ein Betreten von neuen Territorium. Gut. Künstler ohne Raum. Nicht sicher, ob wir das rausschneiden sollen. Nein, das ist alles drin. Aber wenn ihr mal ganz ehrlich sein müsstet, ist eure, sagen wir mal, euer Interesse an einer politisch nicht absolut korrekten Kunst der Tatsache geschuldet, dass ihr euch selber als Künstler seht und dann so diesen Rebellengedanken oder diesen prometheischen Geniegedanken da drin habt und sagt, es muss irgendwie anders sein als das, was Mainstream ist? Oder ist es eher eine politische Sicht auf die Gesellschaft, wo ihr sagt, hier geht einiges schief, vielleicht sogar ins Totalitäre, Linkstotalitäre, man müsste das auch mit einer Kultur wieder aufbrechen? Wo ist die Motivation bei euch? Ein bisschen von beidem. Ein bisschen von beidem. Gerade, also ich bin ja schon noch jung, behaupte ich jetzt mal, nicht mehr ganz so jung, wie ich aussehe, aber wie entsteht eine politische Meinung oder wie kommt jemand zu seiner politischen Meinung? Da spielt es natürlich eine Rolle, wie man sich zur Gesellschaft irgendwie positioniert. Und das geht ja dann ab einem gewissen Grad natürlich auch eine Eigendynamik. Also ich würde jetzt nicht so weit gehen zu sagen, ich habe quasi in völlig rationaler Schau diese Gesellschaft analysiert, bin zu meinen Schlüssen gekommen und habe dann zufällig festgestellt, so, oh, die unterscheiden sich aber von dem, was gerade Mehrheit ist. Denn natürlich eine Gesellschaft, die einen starken Bias in eine Richtung hat, produziert gewisse Probleme damit. Und wenn man auf diese Probleme stößt, lockt es einen natürlich schnell dazu, in eine entgegengesetzte Richtung zu gehen, sage ich mal so. Das Problem dabei ist nur, und das macht auch ein bisschen die Freude dann an diesem Rebellentum kaputt, sage ich mal, weil es dann doch da so wenig gibt. Also frühere Kunstrevolutionen sind ja auch oft passiert an den Kunstschulen, weil die jungen Kunststudenten einfach satt hatten, was die Alten denen da beibringen wollen. Und es ergab sich eigentlich recht von alleine, dass große Gruppen sich zusammengefunden haben, sich sogar irgendwelche Namen eben dann gegeben haben, ihrer neuen Künstlerbewegung, ja. Und das fehlt halt einfach auch gerade so im Moment. Da hat man dann manchmal das Gefühl, ja gut, macht vielleicht ein bisschen Spaß, irgendwie der Rebell zu sein, aber manchmal habe ich schon heute das Gefühl, dass wir da sehr alleine dastehen. Und wenn man sich mit Leuten vernetzt, es ist wirklich, man hat auch schon die Angst, dass das einfach das nicht da ist, was man will. Und dann macht es tatsächlich keinen Spaß mehr, sich irgendwie als Rebell aufzuspielen. Das bringt ja nichts, weil wir wollen letztendlich auch Kunst schaffen. Mir ist es auch letztendlich das Politische sehr egal. Ich will ja eigentlich das auch eher aus der Filmkunst raushalten, das Politische, obwohl es das auch stattfinden darf. Aber es geht sich auch um mehr dabei, auch um ein gesellschaftliches Verständnis, das nicht unbedingt mal politisch sein muss, aber deswegen sind die Filme auch so ein Einheitsbrei irgendwo. Selbst wenn sie grundlegend apolitisch sind, aber man merkt die Themen, die vorkommen. So, zum Beispiel auch als kleine Sache sowas, dass Rollen der Männlichkeit so dann einfach nicht mehr stattfinden. Das ist ja jetzt nicht unbedingt eine politische Sache, aber man merkt es halt auch in den Filmen, dass irgendetwas verloren gegangen ist oder irgendetwas anders ist. Und ja, es ist wirklich schwer zu sagen, inwieweit die Politik da mit reinspielt. Klar, das ist eine Wechselwirkung zwischen Politik und Kultur und gesellschaftlichen Ideen, Traditionen wie neuen progressiven Ideen. Tja, das ist unglaublich schwer, überhaupt irgendwas darüber zu sagen, ehrlich gesagt. Ja, Politik ist ja auch nicht quasi das Einzige, was wir in der Filmlandschaft kritisieren. Diese Politisierung ist ja quasi ein Mosaikstein sozusagen, sondern ich finde, es mangelt teilweise auch einfach wirklich an Qualität und irgendwie mutigen Ideen, die ja dann genauso ein stark links geprägter Filmemacher haben könnte. Und wenn dabei gute Filme rauskämen, hätte ich damit auch gar kein Problem. Mutige ästhetische Ideen. Zum Beispiel, ja, oder Erzählweisen, ja,
Wenn jetzt bei dem Filmfestival zumindest auch Film von irgendwie einem Hardcore-Stalinisten gewinnen lassen, der irgendwie, wenn er es so unglaublich in Szene setzt und uns so damit begeistert, obwohl wir vielleicht nicht seine politische Meinung unbedingt teilen, sage ich mal. Aber eben, also es geht tatsächlich um die künstlerische Umsetzung dann dessen und irgendwie ein Gefühl einzufangen, etwas Großes, etwas Bedeutendes, ja, eine ekstatische Wahrheit vielleicht, wie es ein Werner Herzog formulieren würde, die Wahrheit hinter den Fakten, ja, dass irgendetwas was Großes, Spürbares ist, was man nicht erklären kann, was ein gewisses Mysterium darstellt, was nicht greifbar ist, aber was man fühlt. Und da wird es halt dann schwer, weil solche Dinge kann man eben nicht analysieren. Die muss man auch gewissermaßen fühlen in der Filmkunst. Mhm. Ja, kommen wir mal zu eurem Filmfestival. Also es ist auf keinen Fall so, dass ihr sagt, wir wollen jetzt Filme haben und sehen, die eine bestimmte politische Ausrichtung haben oder die eben per se einfach nur deswegen politisch inkorrekt sind, um politisch inkorrekt zu sein. Man weiß vielleicht so ein bisschen, da ist so ein Einheitsbrei und da gehören einige Dinge dazu, die uns ja so täglich einigermaßen serviert werden. Vielleicht merken wir es auch oft schon gar nicht, ne, weil man eben diese Gegenfilme und Gegenbeispiele nicht hat. Aber ihr macht jetzt ein Filmfestival, um das Ganze ein bisschen aufzubrechen. Erzählt doch mal von dieser Idee. Genau, also grundsätzlich geht es darum, dass qualitativ hochwertige Filme uns zugesendet werden sollen, die halt eben irgendwie in der Erzählweise oder in der Ästhetik irgendwie mutig sind, auch ein bisschen roh und auch einfach eine gewisse Intuition und ein Können vermitteln. Und das, ja, die Rahmenbedingungen kurz mal, das Festival ist am 18. April, findet es dann statt und es darf jede Art von Film eingereicht werden. Die einzige Begrenzung ist, dass es 30 Sekunden bis 30 Minuten Länge haben soll. Und sonst ist auch erstmal alles erlaubt. Also wir wollen auch, dass uns Leute so viele Filme wie möglich zuschicken, aller Art. Es wird sowieso schwer sein, etwas wirklich Besonderes zu finden, das, was wir suchen. Von daher wollten wir uns nicht begrenzen auf nur Dokumentation oder Animation. Es ist wirklich egal, wir wollen alles sehen und die wirklich besondersten Sachen dann da rausfischen. Und ja. Also Spielfilme, Fiktives bis 30 Minuten, Doku, Animation. Ja, okay. Ja. Alles genau. Das mit der Politisierung des Kulturbetriebs, über die wir Anfang gesprochen hatten, die spielt halt nur insofern eine Rolle, dass wir halt glauben, dass dieser Qualitätsschwund halt bis zu einem gewissen Grade eben damit zusammenhängt, dass es diese sehr einseitige Linie verfolgt, weil dadurch natürlich auch ein gewisser, dieser Stillstand entsteht, weil dann Filme, wenn sich eine Filmkultur so gebildet hat, in der quasi diese sehr stark nach links drehende Ideologie sehr wichtig ist, dann werden Filme halt eben auch danach bewertet und eben nicht rein nach ihrem ästhetischen oder erzählerischen Gehalt. Und das ist halt das große Problem, das wir sehen. Wie gesagt, auch linke Filmemacher sind gerne willkommen und können ihre Filme einsenden, aber wir werden sie halt nicht deswegen positiv bewerten, nur weil sie jetzt die neueste Minderheit irgendwie in ihrem Film auftreten lassen. Mhm. Und, ja, so wie Stephen King in seinem Tweet gesagt hat, er würde jetzt nicht unbedingt nach Diversity gehen bei der Auswahl, zum Beispiel bei den Oscars, sondern tatsächlich um Qualität. Das ist aber eine bahnbrechende Idee, eigentlich schockierend. Ja. Geradezu, das würdet ihr dann auch so unterschreiben. Genau, absolut. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass man als Filmemacher in so einem Milieu die Tendenz dazu haben kann, etwas selbstzufrieden zu werden, wenn es eben nach bestimmter, sagen wir mal, Ausrichtung oder Ideologie geht und dann eben sich das Ganze so ein bisschen einschränkt, was die ästhetische, den ästhetischen Mut angeht. Ihr habt ja gesagt, ihr wollt mutige Filme. Genau. Um das mal den Zuschauern auch zu vergegenwärtigen. Gibt es irgendein Beispiel dafür also mutig, ne, ist ja heutzutage alles, ne? Irgendwie ein Joghurt ist schon mutig und so, aber was würdet ihr als mutig ansehen? Vielleicht kennt ihr sogar einen Film, der sehr baut. Da würde ich wirklich das Beispiel irgendwie Lektionen in Finsternis von Werner Herzog nennen. Das war ein Film, gut, das ist jetzt auch schon ein bisschen länger her als in den 80ern oder 90ern, aber das beschreibt das eigentlich ganz genau, weil er hatte Kamerafahrten über die zerstörte Öllandschaft nach dem Zweiten Golfkrieg war es, oder wie? Erster Golfkrieg, genau. Und es sind halt einfach
du siehst diese Wüste und diese Ölfelder, diese brennenden Ölfelder, und es ist wie eine andere Welt, und er fliegt halt mit dem Helikopter darüber und nimmt Aufnahmen, und darüber läuft Wagner und Arvo Pärt und so etwas, und da wurde ihm halt vorgeworfen, irgendwie dieses Grauen zu stilisieren, ja, zu ästhetisieren, was aber, wenn man ein bisschen Herzog kennt, überhaupt nicht sein, zumindest nicht sein Ziel war, da irgendwas zu verharmlosen, ganz genau. Dass das ästhetisiert, würde ich die Kritik würde ich sogar zugestehen, weil natürlich. Das tut er definitiv. Genau, das würde ich auch sagen, das stimmt. Das macht er, aber nicht mit irgendeiner schlechten Intention. Und es ist auch nicht, dass das nicht erlaubt sein sollte. Und er wurde dann tatsächlich bei der Aufführung, wie in Berlin war es, glaube ich, wurde er ausgebuht und angespuckt nach eigenen Aussagen. Und das ist das, was ich auch als künstlerischen Mut bezeichne. Also, dass du etwas machst, wo du denkst, dafür wirst du vielleicht ausgebuht, vielleicht angespuckt von anderen Menschen bei der ganzen Filmvorführung, vielleicht ist der ganze Saal gegen dich, aber du glaubst an irgendeine Sache, an irgendeine deine eigene künstlerische Vision. Und ja, was diese ist, wie gesagt, kann man, glaube ich, nicht näher analysieren, aber es muss irgendwo eine tiefe Überzeugung da sein, für die man, wie gesagt, es muss nicht zwingend politisch inkorrekt oder so etwas sein, also so billiger Schock ist auch immer ein bisschen einfach, sage ich mal, aber wirklich aus einer tiefen künstlerischen Überzeugung etwas zu machen, wo du weißt, da gibt es vielleicht Leute, die dich wirklich dafür hassen und das auch zeigen, das in Kauf zu nehmen, das ist künstlerischer Mut. Okay. Das heißt, ihr wählt das aus, diese Einsendungen, bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Wann ist Einsendeschluss? 20.02. 20. Februar, und im April ist dann das Festival. Ihr wählt das aus. Wer seid ihr? Also da gehören noch mehr dazu. Ne? Mhm. Und wer seid ihr überhaupt, dass ihr das euch rausnehmt, das beurteilen zu können? Also wo ist eure Kompetenz? Das ist gar nichts so interessant. Irgendwelche dahergelaufenen Leute, aber ja gut, aber wir können es halt besser... Ja, ganz genau. Ich meine, wenn man sich die anderen Filmfestivals anguckt, was da für Lutscher rumlaufen, dann... müssen wir da auch nichts vorweisen. Wem wir nicht passen, der muss bei uns ja nicht sein. wer sind wir? Studenten. Wir haben uns kennengelernt an der Uni in einer Schreibgruppe, wo man eigene Texte vorstellt und die dann durchaus hart kritisiert werden danach, damit halt das eigene Erzählen besser werden soll. Und man könnte eigentlich gewissermaßen sagen, eigentlich übertragen wir auch nur, was wir da über die Jahre so ein bisschen ausgetauscht haben, übertragen wir jetzt vielleicht ein bisschen auch von der Literatur auf den Film. Diese Kritik, dieses Analysieren von ästhetischem, erzählerischem Können. Bei mir ist es dann noch zusätzlich das, dass ich halt auch selber Filme gemacht habe und als Filmemacher fungiert habe und mich seit 10 Jahren damals mir auch einfach eine Kamera gekauft habe und angefangen habe, irgendwas zu drehen, selber mit Freunden irgendwie ein Drehbuch zu schreiben, ein kleines, und einfach zu machen. Und seitdem beschäftige ich mich einfach auch intensiv mit dem Thema Film und versuche, die besten Filme der Welt mir alle anzuschauen und nicht zu sehr zu analysieren, da bin ich ein bisschen ein Gegner von, aber das ist mein Leben. Was soll ich mehr sagen? Ja, interessiert ja wahrscheinlich die Zuschauer schon, wem schicken wir da hier überhaupt was? Ne? Und was passiert damit? Also ich würde schon dann gerne mal zugucken, wie wählt ihr das aus? Wie ist so dann auch euer Prozess des Beurteils? Gucken das immer alle zusammen oder gucken den Film, zwei den? Oder habt ihr euch da... Normalerweise gucken alle immer den Film, jetzt nicht immer unbedingt zusammen. Ich meine, wir haben halt eine WG, da liegt es halt nahe, dass wir uns dann oft den Film erstmal angucken und dann erzählen wir den anderen halt davon und haben meistens dann auch schon eine recht starke Meinung darüber, ob der was taugt oder nicht. Und dann wird er halt zusammengeguckt und ist eigentlich auch noch nie vorgekommen, dass unsere Meinungen dann so weit auseinander gingen. Wie analysiert man den Film? Meistens klärt es sich doch recht schnell. Also wenn man einen sieht, dann weiß man. Genau, also ein Filmemacher, der was drauf hat, der schafft es halt auch, einen in den ersten Minuten irgendwie neugierig zu machen, irgendwie eine bestimmte Atmosphäre zu erzeugen, wo man spürt, okay, da ist irgendwie Substanz dahinter. Vielleicht kann ich es noch gar nicht genau fassen, aber da hat jemand was zu erzählen. Wenn das erstmal einfach nur nicht auftaucht, dann muss das noch kein Ausschlusskriterium sein, aber dann
Also wir gucken alle Filme zu Ende. Ja, ja klar, das sowieso, natürlich. Genau, wenn das nicht vorhanden ist, ist das kein Ausschlusskriterium, aber natürlich schon mal, ja gut, ne, muss man mal schauen, was hat der Film vielleicht noch zu bieten. Und es gibt natürlich auch Filme, wo du in den ersten paar Minuten merkst, ja. Das ist einfach Bullshit, ja. Und gut, man merkt es an der visuellen Gestaltung teilweise. Ton und Musik ist auch etwas, was immer vernachlässigt wird. Also das kann ich auch nur jedem ans Herz legen, sich darüber intensiv Gedanken zu machen. Auch wenn die Qualität nicht unbedingt so gut ist, wenn man nicht die Möglichkeiten hat, aber man kann trotzdem sehr viel damit spielen, mit Sound und Musik vor allem. Aber natürlich, ja, das sind die visuellen und, sage ich mal, so technische Kriterien. Aber wie wir vorhin auch gesprochen haben, es geht schon mehr um so ein Gefühl, was übertragen wird. Ja, natürlich, dass eine Geschichte erzählt wird, die spannend ist, die Spannung erzeugt und irgendwo eine emotionale Verbindung zum Zuschauer aufbaut. Und naja, das ist halt mal wieder sowas, was schwer darzulegen ist, wie wir da genau vorgehen. Aber das ist natürlich auch Gefühlssache, das muss man auch ganz ehrlich dann zugeben. Aber natürlich gehen wir auch nach den technischen Kriterien durchaus, das spielt eine Rolle. Und ich glaube, das Besondere bei uns ist, dass wir halt auch so ein eingespieltes Team sind. Also wenn wir uns beide jetzt einen von diesen Filmen angucken und die anderen beiden nicht dabei sind, unsere Meinungen gleichen sich so. Also wir sind gute Freunde einfach, die das seit Jahren uns mit dem Thema auch schon beschäftigen. Und wir wissen dann auch ganz genau, die anderen einzuschätzen, zeigen dann auch Ausschnitte zumindest dann im Nachhinein immer den Leuten. Und wir sind uns da eigentlich immer einig. Ja, also es ist prinzipiell eigentlich nichts, was wir seit Jahren halt auf irgendwelchen Filmabenden dann machen. Es ist so eine verschworene Gruppe eigentlich, irgendwie so ein bisschen wie die Illuminaten oder Freimaurer oder so. Ja. Also ihr habt die Möglichkeit in Köln das zu zeigen. Das Festival wird auch in Köln stattfinden, im Rex am Ring. Genau, im Rex am Ring. Mhm. Am 18.04. um 21 Uhr. Okay. Das heißt, wenn da jetzt die Festival-Vorführung ist, zeigt ihr alle Filme, zeigt ihr die besten drei, zeigt ihr nur einen? Genau, wir zeigen die besten drei und es gibt auch eine Preisverleihung. Also der erste Film bekommt 1.000 Euro dann auch als Preisgeld. Der zweite war 250 und der dritte 100. Wir hatten sogar noch einen kleinen Spendenlink, genau, bevor ich das vergesse. Da kann man uns noch spenden. Das Ziel ist maximal bei 2.000 Euro angelegt. Falls das Ziel erreicht werden sollte, würden wir das auch nochmal ins Preisgeld irgendwie reinstecken und das erhöhen oder vielleicht noch einen Publikumspreis zusätzlich einführen, weil wir dann vielleicht noch eine kleine Auswahl an den anderen Filmen auch noch zeigen würden, je nach Länge, wie das irgendwie für den Abend passt. Aber ja, die drei Gewinner würden nominiert. Wer denn wirklich gewonnen hat, an dem Abend selber preisgegeben, die Preisverleihung und das Geld gegeben. Ja, das ist, wie es abläuft. Okay. Am 18. April 2020 in Köln mit dann Anwesenheit der Künstler, die da gewonnen haben. Ja, das hoffen wir doch mal. Also wenn die ihr Geld haben wollen, dann sollen die auch gefälligst da sein wenigstens irgendwie. Sonst schicken wir es denen natürlich auch. Es gibt was zu gewinnen für die. Es gibt für die Zuschauer auch dann mutige, neuartige Filme zu sehen. Und es gibt für alle anderen die Möglichkeit, das auch zu unterstützen mit eurem Spendenlink. Tun wir einfach in die Beschreibung rein. Tamo, Lorenz, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank dir. Dankeschön. Kaisergott und Vaterland. Ganz genau, das ist das Motto hier auf Kaiser TV. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.